Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, meine Damen und Herren. Unser Partner Online Digital X präsentiert euch das Löwengebrüll Magazin der Löwen. Normalerweise würden wir ja jetzt im Finale stehen und ich wäre gerade von der Dippemess zurückgekommen und hätte mir noch was zu essen geholt. Sei es drum, umso mehr Zeit habe ich heute für unseren Gast. Und es ist gleich ein Neuzugang bei den Löwen. Ihr kennt ihn alle. Herzlich willkommen zurück bei den Löwen Frankfurt, Basti Kutzis. Danke, servus Stochi und servus Fans. Ja, Basti, schön, dass du wieder bei uns in Frankfurt bist. Du hast ein Angebot von Franz David Fritzmeier erhalten. Wie läuft das eigentlich ab und hast du dich sofort dann entschieden? Ja, bei mir lief es so ab, ich habe einen Spielervermittler an David Mond. Also der erste Kontakt vom Fritz kam quasi zum David, der probiert alles Vertragliche, so gut wie es geht während der Saison von mir wegzuhalten, dass ich mich aufs Eishockey, aufs Wesentliche konzentrieren kann. Hat der David mich mal angerufen, hat gesagt, ja, Frankfurt oder Franz hätte wieder Interesse, dass ich eventuell wieder zurückkomme. Hat mich damals schon gefreut, weil die Saison bis dahin auch noch nicht so prickelnd lief, sage ich jetzt mal für mich. Und dann ist der Kontakt eigentlich immer intensiver geworden, öfter telefoniert. Dann habe ich mich mit Franz auch mal hier in Frankfurt getroffen, haben wir ein langes Gespräch gehabt, auch mit Valtteri. Und dann kurz darauf kam dann eigentlich schon die Zusage, dass sie mich wieder zurückholen wollen. Und dann ja, kam das erste Angebot. Und dann eigentlich, wo das erste Angebot da war, habe ich schon gesagt, ja, passt zu 100%. Ich fühle mich wirklich wohl in Frankfurt, ist wie meine zweite Heimat schon geworden. Deswegen habe ich eigentlich nicht lange überlegt, wo das Angebot dann gekommen ist und habe sofort zugesagt. Super, ja, freue ich mich, dass du da bist. Und du kennst es ja auch aus der Tradition, aus deiner Saison. Du weißt ja, dass die Fans in Frankfurt in der Eissporthalle nach einem Sieg die Torhüter immer zu einem Tänzchen auffordern. Ist das für dich okay? Kommst du damit klar oder musst du dich da überwinden nach einem anstrengenden Spiel, das ja immer viel Kraft kostet? Ja, ich muss ehrlich sagen, wo ich damals schon mal da war, war es am Anfang ungewohnt, weil es in Kaufbeuern eben nicht so war. Aber ich denke, es ist eine ganz coole Sache auch für die Fans. Und wenn man als Spieler für den Fans was zurückgeben kann, die das ganze Jahr und das ganze Spiel Vollgas geben für die Mannschaft, ist, denke ich, eine ganz coole Sache, was zurückzugeben. Aber ja, Überwindung kostet jetzt ein bisschen, weil ich jetzt nicht unbedingt der beste Tänzer bin, aber ich denke, mir fällt immer schon was ein. Aber so schlecht bist du gar nicht. Wir haben nämlich jetzt ein paar Tänze mal zusammengefasst und da sind auch welche von dir dabei. Dann bin ich gespannt. We'll be right back.
Ja, da musst du noch eine Schippe drauflegen, hast du es gesehen. Sehr, sehr tolle Tänze, aber auch von dir. Du weißt, was die Fans erwarten von dir, wenn du nächste Saison bei uns spielst. Du bist ja gebürtiger Kaufbeurer und Kaufbeuren ist ja weltoffen, hat viele sensationelle touristische Sehenswürdigkeiten im Allgäu, Ausflugsziele und sind auch bekannt dafür, unter anderem, dass sie qualifizierte Produkte für die Automobilindustrie herstellen. Jetzt musst du dich etwas länger in Bad Nauheim aufhalten. Wie war das dann für dich? War das eine Art Kulturschock? Ja, wo ich gehört habe, dass ich dann nach Nauheim komme, habe ich gedacht, ja gut, so anders als Kaufbeuren wird es schon nicht sein. Aber ich muss schon sagen, also der Altersdurchschnitt ist, ich würde schätzen, so um die 40 Jahre höher als in Kaufbeuren. Mhm. Und dann, wenn man was erleben will, ist halt nicht so viel los. Ja. Wie du gesagt hast, Kaufbeuren ist wunderschön. In Nauheim kannst du natürlich einen Park spazieren, wenn du magst, ja. Aber das war es dann im Großen und Ganzen auch schon. Zur Ehrenrettung muss man schon sagen, in Kaufbeuren, in Bad Nauheim gibt es ja auch einen Trimdischfahrt. Sie haben einen Stadtbus. Und wenn man mal einen Lagerkoller hat, ist es ja auch nicht so weit bis zur Autobahn. Also ist auch okay, oder? Das stimmt. Internet gibt es sogar auch. Internet gibt es mittlerweile auch, ja. Okay, ja. Also wie würdest du abschließend den Abschnitt Bad Nauheim für dich bewerten? Ja, sportlich nicht so prickelnd, aber von der Stadt her und von allem drum und dran war es in Ordnung. Okay. Vergessen wir das. Du hast ja schon Torwarttraining mit Valtteri Salo gehabt und kennst ihn ja aus der Vergangenheit. Was zeichnet ihn aus? Aus deiner Sicht? Ich denke, er ist ein ganz ruhiger Genosse, der aber auch viele ist sehr im Training, schaut immer zu, egal was du machst, bei jedem Schuss schaut er dich im Prinzip an und wenn er einen Fehler sieht oder eine Korrektur sieht, sagt das ja auch direkt im Training, was ich super finde, weil man es dann direkt eben anwenden kann. Macht auch viel extra, wir gehen normalerweise vorm Training eine Viertelstunde oder 20 Minuten früher aufs Eis, dass wir noch extra Torwarttraining machen können. Wenn man nach dem Training noch was machen will, ist er immer da, sagt nie, nee, ich muss wohin oder sonst was. Ist immer da, hat immer ein offenes Ohr, auch außerhalb vom Eishockey. Und ich denke, er ist einfach gut geschult aus Finnland und ich denke, da können alle Teuter, die hier sind, profitieren davon. Also kannst du wirklich profitieren davon, kann man auf sagen. Jeden Fall. Ja, okay. Wie trainiert eigentlich ein Torhüter in der Zeit ohne Eis? Ja gut, so viel anders wie von einem Feldspieler ist es nicht. Viel Krafttraining, aber auch viel Ausdauertraining. Beim Torwart kommt vielleicht noch mehr Beweglichkeitstraining dazu. Beim Krafttraining ist vielleicht ein Unterschied, dass die Torhüter meistens mehr Beine trainieren als Oberkörper, weil es natürlich viel wichtiger für uns ist, uns schnell zu bewegen und jetzt nicht so viel Oberkörperkraft brauchen während dem Spiel. Aber im Großen und Ganzen ist es relativ ähnlich. Aber wie gesagt, beim Torwart vielleicht noch mehr Beweglichkeitstraining, Koordinationstraining, was beim Spieler dann eher weniger ist. Trainiert ihr eigentlich als Torhüter auch speziell die Reflexe? Also ich habe als Kind früher mit meiner Familie, mit Eltern und meinen beiden Geschwistern, wir haben immer Spitzpass aufgespielt. Das ist mit dem Ding, wenn du gewürfelt hast, musst du das Kegelchen wegziehen, wenn eine bestimmte Zahl geworfen wird. Es ist jedes Mal in einem Desaster geendet, weil entweder das Seil gerissen ist, weil du so festgezogen hast und wir haben auch einmal einen Würfelbecher kaputt gemacht. Das hat damals viel, viel Ärger gegeben, kann ich mich erinnern. Gibt es irgendwelche Übungen, die speziell die Reflexe trainieren? Ja, Reflextraining würde ich sagen, nicht unbedingt. Wir machen eben viel Koordination, Hand-Auge-Koordination mit Tennisbällen gegen die Wand schmeißen und mit links werfen, mit rechts auffangen, zwei Bälle auf einmal, solche Sachen. Aber wir haben letztes Jahr, glaube ich, im Sommer haben wir Spikeball für uns entdeckt. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Wie heißt das? Spikeball. Nee, kenn ich nicht. Das Spiel ist wie so ein Trampolin in der Mitte, 2 gegen 2 spielt man. Und dann schlägt man mal den Ball aufs Trampolin und dann muss das gegnerische Team innerhalb von 3 Berührungen den Ball wieder aufs Trampolin schlagen. Boah, ja.
Haben wir für uns entdeckt, macht auch ziemlich viel Spaß, trainiert auch ein bisschen die Reflexe, aber um ehrlich zu sein, machen wir es eher aus Spaß und nicht um die Reflexe zu trainieren, Okay. was aber natürlich ein guter Nebeneffekt ist. Okay, ja. Was Valtteri Salo zu dir sagt und zu deiner Rückkehr sagt, haben wir ihn extra gefragt. Hier der Einspieler. Right now, I'm Dutch every day with the goalies and I give a couple of practice for them and David give also a couple of practice for them and they do it now individually in home. So that's my job now, actually. Oh, good question. Of course, I'm actually very happy and excited that for sure there is a lot of things what I can learn for him. So I'm more than happy. Good to get him here. I'm excited. His strengths, of course, good size, big goalie, calm, good hands, good legs. That's the biggest things and fighting spirit. He want to win. So that's the main thing. Oh, expansion, of course, take a next step and get like a individually get more forward offside of ice practice also and everything like that. And next step, that's the big thing. Ja, Valtteri sagt, er möchte dich auf den nächsten Level, viele Lobenswerte und will dich auf den nächsten Level bringen. Was ist dein Ziel? Ja, mich freut es natürlich erstmal, dass er so ein positives Bild von mir hat, aber mir geht es genauso wie ihm. Ich will natürlich auch das nächste Level erreichen. Sowohl on-ice als auch off-ice. Ich denke, ich habe noch viele Sachen, in denen ich mich verbessern kann und auch vielleicht muss. Und daran gilt es halt jeden Tag zu arbeiten, sowohl im Sommer als auch während der Saison. Bei unserem jährlichen Sponsoren-Event im All-Star-Game haben wir auch immer einen Talk, auch mit den Torhütern. Da habe ich das letzte Mal in Erfahrung gebracht, wie schwer eigentlich die Torhüterausrüstung ist und was ein Torhüter in einem Spiel an Gewicht und auch an Flüssigkeit verliert. Wie ist es denn bei dir? Erklär das mal den Zuschauern. Ja, ich denke, wie schwer ist die Ausrüstung genau? Ja, die Ausrüstung, genau weiß ich es nicht, aber ich würde schätzen, so an die 20 Kilo, würde ich schon sagen. 20 Kilo, wenn, ja. Wenn sie trocken ist, also bevor wir reinsteigen, im Normalfall. Ja. Und ja, wie viel man während dem Spiel verliert, habe ich mich tatsächlich mal gewogen aus, wie heißt es, aus, kann man schneiden? Ja, ne? Nein, kann man es egal, du hast dich gewogen aus. Aus Interesse, ja, genau. Natürlich, so, ja, natürlich, so ja. Ja. Und da habe ich während dem Spiel so 5,5 Kilo schon verloren. Boah. An Flüssigkeit. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt normal ist oder weil ich schwitze relativ viel während dem Spiel. Das muss man natürlich dann während dem Spiel an Trinken dann wieder auffüllen, dass ja, das alles gut läuft. Es gibt ja sogar Torhüter, die verlieren bis zu 7 Kilogramm in einem, nach einem einzigsten Spiel. Ja, und wenn sie auch ja noch im Durchschnitt. Bitte, ja, bist du, geht Leute, ja bist noch. Du noch dann gut, geht's ja? Ja noch. Aber trotzdem, es muss mir vorstellen, schon nach viel, einem ja. Spiel über 5 Kilo Gewichtsverlust. Und wenn sie auch Gewicht verlieren wollen, sagen die Ostertage waren zu schokoladenintensiv, dann empfehle ich euch die Übung mit unserem Fitnesscoach David Dubiel. Salut, liebe Eishockey-Freunde. Bestimmt wart ihr die letzte Woche körperlich aktiv und habt in Solidarität zu unseren Spielern euch fit gehalten. Um ein bisschen mehr Intensivität in die Übung reinzubringen, präsentiere ich euch heute Möglichkeiten, wie ihr die vergangenen Übungen schwerer gestalten könnt. Viel Spaß dabei. Für die folgende Übung braucht ihr einfach nur ein Handtuch, möglichst lang, je nachdem wie beweglich ihr seid. Ihr faltet dieses Handtuch so klein, wie ihr es eben braucht. Greift euch die beiden Enden und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr probiert, die Ellbogen gestreckt zu lassen und langsam über Kopf nach hinten zu rotieren und wieder nach vorne zu kommen. Wem das zu leicht ist, der kann natürlich enger greifen und die Übung ausprobieren. Wenn das nicht geht, ist der Notfall, mit leicht angewinkelten Ellbogen zu arbeiten, nach hinten zu gehen und wieder nach vorne. Achtet dabei aber allerdings darauf, dass ihr beide Ellbogen möglichst symmetrisch haltet. So, die Liegestütze ist eine unserer Lieblingsübungen im Eishockey. Es gibt sie in verschiedenen Variationen. Ihr könnt einmal kniend starten. Position ist so, dass ihr Schulterbreitengriff wählt. Ihr achtet darauf, dass der Bauch angespannt ist und die Hüfte vorne. Und dann geht ihr langsam runter. Die Nasenspitze berührt den Boden und ihr geht wieder hoch. Langsam runter und wieder hoch. Wem das zu leicht ist, der kann natürlich zu ganz normalen Liegestütze wechseln.
Dabei bleibt die Position gleich. Das Einzige, was ihr macht, ihr hebt euch aus der knienden Position auf beide Fußspitzen hoch und bewegt euch dann ganz genau langsam runter und wieder hoch. Eine weitere Variation, um es ein bisschen einfacher zu gestalten. Ihr nehmt euch einen erhöhten Gegenstand, das kann ein Stuhl sein, das kann eine Couch sein oder auch das Bett. Bringt beide Hände genauso in schulterbreiter Position vor. Achtet darauf, dass der Bauch angespannt ist, Hüfte gerade und dann geht ihr langsam runter und wieder hoch. Um das Ganze schwieriger zu gestalten allerdings, könnt ihr jetzt um und andersrum die Füße auf die Bank draufsetzen, wieder den schulterbreiten Griff wählen, beide Füße sind drauf, Bauch ist angespannt und dann geht es langsam runter und wieder hoch. Eine gute Übung für die Schulter für zu Hause ist die sogenannte Schulterpresse. Viele kennen den Handstand, das ist eine abgewandelte Form davon. Ihr sucht euch einen erhöhten Gegenstand, bringt die Füße dabei nach oben drauf, sucht wieder den schulterbreiten Griff, Po wird gestreckt, Bauch ist unter Spannung und dann geht ihr langsam mit der Nasenspitze Richtung Boden und drückt euch wieder hoch. Für denjenigen, der das zu schwer empfindet, der geht runter in die Position, geht wieder in den Vierfüßlerstand und aus dem Vierfüßlerstand hebt ihr euch in die gestreckten Beine und geht dann langsam runter, Nasenspitze berührt den Boden und ihr drückt euch wieder hoch. Um den Rücken zu kräftigen, nutze ich ganz gerne Rudervariation. Hierbei handelt es sich ums einarmige Rudern. Ihr könnt euch einfach eine Einkaufstüte nehmen, einen Wasserkasten oder was ihr gerade griffbereit zur Verfügung habt. Geht an den folgende Position. Ihr stützt euch vorne ab. Der Griff ist vorne, beziehungsweise der Wasserkasten oder der Gegenstand liegt auf dem Boden. Ihr habt einen stabilen Stand und von dieser Position aus bringt ihr den Gegenstand Richtung Hüfte. Zehn bis zwölf Wiederholungen und dann tauscht ihr die Seite. Sportsfreunde, bleibt fit und gesund und genießt das Workout. Bis nächste Woche. Ja, das sind wieder brutale Übungen vom David. Ich setze diese Woche mal aus. Ich habe noch Muskelkater von der letzten Woche von den Übungen. Ist schon sehr, sehr hart. Wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen und warum bist du dann Torwart geworden? Oder warst du von Anfang an Torhüter oder hat sich das entwickelt? Zum Eishockey gekommen. Mein Dad war schon immer Eishockey begeistert, ist schon damals ins Eishockey gegangen. Hat er auch gespielt selbst? Hobbymäßig, aber ja. eher Inline-Hockey und Street-Hockey als Eishockey. Mein Bruder hat damals angefangen in der Eislaufschule. Und ein älterer Bruder, ist ja klar, will der Jüngere Vorbild, genau das machen, was der Ältere macht. Dann bin ich mal mitgegangen. Hat es mir super gefallen. Mein Bruder hat dann aufgehört. War natürlich so die Sache, ob ich dann auch aufhöre oder nicht. Ich habe damals noch Fußball gespielt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mache weiter. Welches Alter war das ungefähr? Ja, das war fünf, sechs. Ja. Und dann habe ich eben weitergemacht, dann mit sechs, sieben in die Kleinstschüler damals. Und dann hat es mir eigentlich viel mehr Spaß gemacht als Fußball. Aber am Anfang habe ich immer beides noch gemacht. Habe mich dann irgendwann nur fürs Eishockey entschieden, aber ja, so ist es gekommen. Erst Eislaufschule und dann nach und nach dann zum Eishockey. Und dann, ja, sage ich jetzt mal so, ich war nicht der Schlechteste, deswegen habe ich gedacht, ja gut, vielleicht machen wir das mal weiter. Und ja, genau, und wie ich Torwart geworden bin, damals also hatte halt niemand Lust, Torwart zu sein. Bei den ganz Kleinen, klar, wenn wir mal Tore schießen und ist der große Held und so. Und dann musste jeder immer wochenweise ins Tor. Also abwechselnd, einmal durch die Mannschaft durch. Und dann war irgendwann ich dran. Und dann, das weiß ich noch, hatten wir ein Spiel in Peiting damals. Und dann habe ich das allererste Spiel zu null gespielt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, läuft ja auch ganz gut. Ich war jetzt nicht der begnadetste Schlittschuhläufer damals. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann bleibe ich erstmal im Tor. Also praktisch dann, ja Zufall eigentlich. Wie alt warst du, wie du im Tor warst? Also so, mit fünf hast du angefangen? So sieben oder acht vielleicht. Ja, also drei Jahre später, Ja. Und dann habe ich gedacht, ja gut, bleibe ich erstmal im Tor, läuft ja ganz gut bis jetzt. Und dann ist es das ganze Jahr ganz gut gelaufen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, bleibe ich im Tor. Erstens, die anderen Spieler waren froh, dass sie dann nicht ins Tor mussten. Mir hat Spaß gemacht. War eine Win-Win-Situation und dann so ist das gekommen. Kann man aus heutiger Sicht sagen, die richtige Entscheidung. Genau. Wie siehst du dich als Basti mit 30 Jahren? Ganz persönlich. Erstmal außerhalb vom Eishockey, Studium beendet, ein Master will ich mit 30 auf jeden Fall schon haben. In was? Sportwissenschaft. Sportwissenschaft, ja.
Frau, Kinder, Kind, Kinder, weiß ich nicht. Ein Hund auf jeden Fall auch. Ja. Und dann natürlich. Gut, dass du die Reihenfolge so gewählt hast. Ja, genau. Mhm. Und dann natürlich will ich in der DEL spielen mit 30 auf jeden Fall als erster Torwart, ist natürlich das Ziel. Wenn möglich mit Frankfurt, was wir natürlich alle hoffen, das wäre am schönsten. Aber auf jeden Fall in der DEL als erster Torwart mit 30. Da hast du in den nächsten Jahren noch viel Vordrücke, ich stehe auf jeden Fall die Daumen dafür. Jetzt noch die Frage, der Name Basti, ist es eigentlich ein Künstlername oder steht das wirklich so in deinem Ausweis? Ja, also es ist auf jeden Fall ein Spitzname. Im Ausweis steht Bastian Johannes. Ist Johannes, das kann man gleich wieder streichen, das ist egal. Ja. Also eigentlich Bastian, aber also auch in der Schule hat mich jeder Basti genannt, ist mir auch lieber. Deswegen. Okay, also Basti ist links. Und woher kommt Kuzis? Ursprünglich aus Kroatien. Da fragen mich auch jeder, ob ich da irgendjemanden kenne, Opa oder so, aber es ist von Ur-Ur-Ur-Opa oder noch länger sogar her. Also ich kenne da gar keinen, noch nie in Kroatien gewesen, also habe ich überhaupt keine Verbindung dazu, außer einen Namen. Okay. Ja, liebe Zuschauer, jetzt gehen wir zum Löwenpong. Liebe Zuschauer, beim Löwenpong, Basti Johannes Kuzis. Nächster Versuch im Löwenpong mit Basti Kuzis. 1 Meter Abstand, ganz wichtig. Machen wir ganz exakt, damit wir alle gleiche Bedingungen sind. 1 Meter Abstand. Mal sehen, wie ein Torhüter drauf ist. Basti, los geht's. 5 Versuche. Einmal muss er mindestens aufditschen. Hui. Erster. Auch knapp gescheitert. Zweiter. Warte mal. Was ist das? Es scheint also wirklich schwer zu sein, liebe Zuschauer. Da sage ich doch, macht ihr es mal. Macht ihr es zu Hause mal einfach auf dem Tisch. Einen Becher so in dieser Größe, in dieser Öffnung ungefähr, auf den Tisch stellen. 1 Meter Entfernung und 5 Versuche. Und nicht mogeln mit Schneiden, sondern durchlaufen lassen. Also 5 Versuche, einfach posten in der Insta-Story oder in der Facebook-Story oder hier drunter einfach posten. Und dann werden wir einen in unserer nächsten Sendung ausstrahlen von diesen nächsten Mal. Und dann können wir unseren Spielern mal zeigen, wie es richtig funktioniert. Und derjenige, der von uns ausgewählt wird, bekommt natürlich auch die Stutze der Löwen Frankfurt unterschrieben. Kannst du gerade noch unterschreiben? Kannst du gerade noch unterschreiben, Basti? Ja, sehr gut. Das also auch für denjenigen, der ein Video einsendet. Egal, wie oft ihr getroffen habt. So, du hast jetzt 2 Versuche gehabt, immer noch 0 Treffer. Jetzt, ja, genau, jetzt mach dich locker, konzentrier dich. Ich drück dir die Daumen. Die Pause war nicht gut für dich. Nee, aber Das war auf jeden Fall der knappeste Versuch von allen. Es war der 4. und einen hast du noch, Basti. Ich drück dir die Daumen, damit du nicht angeln gehen musst. Ja, oh nein. Also, macht's ihr zu Hause besser. Schickt euer Video ein. Spektakuläres Löwenpong. Brauchen wir eine kleine Pause und wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Schon wieder eine Woche rum, Mensch. Diese Woche empfehle ich euch die Löwenkolda für gemütliche Stunden auf der Couch zu Hause, während ihr natürlich das Löwengebrüll-Magazin anschaut. Wirklich eine sehr kuschelige Decke. Bei uns im Onlineshop bestellen. Viel Spaß. Jetzt habe ich dich genug gefragt, Basti. Wir haben jetzt noch eine Frage von einem ehemaligen Spieler von dir, mit dem du schon zusammengespielt hast, von Leon Hüttel. Leon, bitte. Hey Basti, ich wollte fragen, ob du noch aus unserer Saison 18-19 deine Jacke vermisst. Ja, ich habe tatsächlich mit Leon mal eine Jeansjacke für ein Date mit einer gewissen Blondine geliehen. Habe ich bis heute leider nicht wieder gesehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ob er sie verkauft hat oder ob er sie selber nicht mehr findet in seinem Saustall zu Hause. Aber also bis heute habe ich sie leider nicht mehr gekriegt und vielleicht klappt es dieses Jahr wieder. Aber wenn nicht, dann muss dann schon eine Entschädigung her. Ja, auf jeden Fall. Ich werde dich anwaltlich unterstützen. Und wir haben noch eine Frage von Mike Fischer.
Hallo Basti, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, ich habe gehört, du gehst gerne mal angeln. Und nicht am Fluss oder am See, sondern gerne in verschiedenen Stadien. Und meine Frage an dich ist, wo fängt man denn den größten Fisch und den besten? In welchem Stadion? Also vielleicht mal zur Erklärung, zwischen uns Spielern ist so, wenn man nicht spielt, und dann legt man ja normalerweise seinen Schläger so über die Bande, und dann nennen wir Spieler so ein bisschen als Verarsche, wenn man nicht spielt, so, ja, wir gehen angeln. Und da ich natürlich das ein oder andere Mal auf der Bank saß, fragt dann natürlich jetzt, in welchem Stadion der größte Fisch war. Und ich muss sagen, es gibt viele, viele ruhige Gewässer in dieser Liga, aber ich muss sagen, in Dresden habe ich den größten gefangen bis jetzt. Das war 10 Kilo Wels, das war schon ein Ereignis. Super Geschichte, wenn der Schläger drüber hingeht. Ja, Angel, sehr, sehr, sehr gut. Basti, jetzt habe ich für dich noch abschließend 10 Worte, 10 Antworten. Du hast die Sendung ja regelmäßig gesehen, du weißt ja, um was es geht. Erstens, Urlaub. Super, der letzte ist leider zu lange her. Und der nächste dieses Jahr fällt leider ins Wasser wegen dem Virus. Aber ich hoffe, dass es bald wieder stattfinden kann. Spaghetti Bolognese. Sehr lecker, aber während der Saison nicht so geil, weil es es fast jede Woche gibt auf Auswärtsfahrten oder vor dem Heimspiel. Deswegen eher im Sommer dann. Okay. Dein Lieblingsort? Ja, daheim, in Kaufbeuern. Kaufbeuern, ja klar. Ja. Buch? Also das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Wojciech in der Oberstufe in der Schule. Also ich bin nicht der größte Leser. Und es hatte zum Glück auch nur 20 Seiten, deswegen habe ich das ganz gut durchgehalten. Aber sonst, also Bücher lesen ist nicht so mein Ding. Ich schaue dann lieber Dokumentationen oder sonstiges. Okay, Eissporthalle? Zweites Zuhause. Macke oder Tick? Haben wir genug Zeit? Oder? Ja, also, natürlich, ja. Also zu viele vorm Spiel, das stört mich auch ein bisschen an mir selber. Aber ja, wo soll ich anfangen? Vorm Spiel, ich mache zu jeder Zeit, immer vor jedem Spiel das Gleiche. Immer zur gleichen Zeit, ich gehe zur gleichen Zeit aufwärmen, ziehe mich zur gleichen Zeit an, immer rechter Schlittschuh zuerst. Da guckst du zwischendrin auch auf die Uhr, Das ist exakt die gleiche Zeit. Also, wenn es möglich ist, ja. Rechter Schlittschuh zuerst, rechte Schiene zuerst, Maske zuerst, dann Fanghand, dann Stockhand und dann auf dem Eis geht's weiter. Der letzte Schuss beim Warm-up, wenn ich spiele, darf nicht reingehen, um so ein bisschen gutes Gefühl fürs Spiel zu geben. Weißt du? Super, finde ich gut. Und dann, während dem Spiel geht es weiter, vor jedem Bulli nochmal Pfosten checken, ob ich richtig stehe, rausfahren, sagen, du schaffst es. Und dann. Und das machst du aber wirklich regelmäßig. Kann man beobachten. Ach, muss man drauf achten. Wenn man während dem Spiel drauf achtet, dann sollte man so ein paar Ticks auch sehen. Super. Also das ist praktisch wie ein Automatismus dann. Ja, okay, einfach. Ja. Ich weiß nicht, einfach gib mir ein gutes Gefühl, fühle ich mich wohl beim Spiel und darum soll es ja gehen. Hast du auch eine Marketing außerhalb des Sports? Die Zeit haben wir auch noch. Ja, ich weiß nicht, ob es als Marketing zählt, aber ich hasse es, wenn man zu spät kommt. Also wirklich abgrundtief. Mhm. Deswegen probiere ich auch immer 10 Minuten oder eine Viertelstunde vor der Zeit zu sein. Warst du auch heute beim Interview über eine halbe Stunde vorher da? Genau, war ich über eine halbe Stunde vorher da. Und wenn jemand, also da wäre ich schon sehr ungeduldig und vielleicht auch bisschen salzig, wenn jemand zu spät kommt. Nächstes Stichwort, Frankfurt. Ja, wunderschöne Stadt. Habe ich mich letztes Jahr, wo ich hier war, habe ich mich schon in die Stadt verliebt und hat nicht aufgehört. Musik. Sehr wichtig, ich höre sehr viel Musik, ob es während dem Autofahren ist, zu Hause oder vor den Spielen vor allem ist. Finde ich super, weil es einfach ein bisschen Ablenkung ist. Also. Spezielle Richtung oder alles querbeet? Ja, alles querbeet, was die Stimmung gerade hergibt. Sport außer Eishockey? Selber nicht mehr so viel, einfach weil das Verletzungsrisiko relativ hoch ist. Aber verfolgen probiere ich relativ viel, ob es Fußball ist, Football, Tennis, alles Mögliche. Also bin ich schon sehr interessiert. Und was ist dein Lieblingsverein, die Abschlussfrage, dein Lieblingsverein außer den Löwen? Ich weiß nicht, aber ich bin jetzt der Stern des Südens, FC Bayern. Natürlich, was denn sonst? Nee, was ist das denn? Es gibt, liebe Zuschauer, ich bin völlig deprimiert. Aber trotzdem danke ich Basti natürlich für sein Kommen hier zu uns ins Löwengebrüll-Studio. Vielen, vielen Dank und alles, alles Gute für dich für die neue Saison. Danke an Basti Kurzis.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Kommen wir zum Gewinner der letzten Sendung. Die goldene Stutze vom Winterderby gewonnen hat, da muss ich auf meinen Zettel schauen, Trigger Jax. Er hat mitgemacht auf Instagram. Ja, das war's schon wieder. Noch zwei Hinweise. Die Gamer-Verlosung hat ja schon stattgefunden. Ihr könnt es nochmal alles nachlesen auf der Website der Löwen Frankfurt. Und das Winterderby-Trikot, die stille Auktion, startet bald. Infos dazu bekommt ihr auch rechtzeitig. Kann ich nur sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis nächsten Dienstag, 19.30 Uhr, das nächste Löwengebrüll, präsentiert von unserem Partner Online Digital X. Tschüss.